Meinst du alles hier jetzt hin? Jo, auf jeden Fall. Ich muss raus. Oh. Geh weg. Und ab die Post. Hi Leute, in dem Video zeigen wir euch jetzt mal unseren kompletten Tagesablauf, wie das so läuft, wenn wir 2 Tage weg sind. Also auf jeden Fall mal den Tagesablauf von dem ersten Tag. Als erstes überlegen wir uns, was wir an dem Tag machen oder an den beiden Tagen. Packen die ganze Karre, die ist jetzt schon gepackt. Wir werden sprühen morgen, dafür ist alles eingepackt. Ist schon viel Werkzeug da vor Ort in Lüdenscheid, aber halt seht ihr, da kommt immer noch mal richtig dick was dabei. Ich glaube, alles zurückholen muss man auf jeden Fall mit Hänger. Aufwärmmasse machen wir auch noch heute. Ja. Und fertig tapezieren. Aber bevor man den Tag heute überhaupt anfangen kann, musste man beim letzten Mal auf dem Schirm haben, was wir diesmal machen wollen. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Jo. Dass beim letzten Mal wegfahren, alles aufgeschrieben wird, was diesmal gemacht werden muss. Genau, Planung ist echt bei so einer Renovierung, wo man hinfährt und 2 Tage arbeiten will, das A und O, weil sonst halt Trocknungszeiten einem einen Strich durch die Rechnung machen können. Ein Müllbeutel voll mit Brot. Jo, jetzt haben wir einen Einkauf gemacht hier im Rewe. Der war jetzt bei 107 Euro oder sowas. Letztes Mal war der bei 70 Euro gewesen. 72 Euro. Wir haben nicht. Und das ist alles nur teuer geworden, weil es gesund ist. Nur gesunde Sachen hier drin. Die ungesunden sieht man nicht. Ja. Lass mal nächstes Mal wieder Meckes fahren, echt. Nee, wir haben ausgerechnet, das sind 18 Euro pro Tag für Verpflegung, wenn wir renovieren. Das ist noch ganz in Ordnung. In der Regel frühstücken der Thomas und ich immer hier nach unserem Rewe-Einkauf im Auto. Der Eduard fährt, der ist im Moment auf Diät. Sein Bauch ist auch schon echt ein bisschen dünner geworden. Er hat schon gut abgenommen. Wie viel hast du abgenommen jetzt? 6 Kilo nur. 6 Kilo, ja, aber ist ja schon was. Und dann sind wir gestärkt, um da gleich loszulegen. Der Eduard hat zwar nicht gegessen, aber der hat jede Menge Energy getrunken. Deswegen geht der jetzt mal Pipi machen. Oh. Das gehört halt immer dazu. Bei einer Fahrt über 35 Minuten muss der Eduard mindestens einmal pissen. Jetzt sind wir hier in der Wohnung, haben das Nötigste aus der Karre rausgeräumt und die nette Mieterin, die hier oben wohnt, macht uns jetzt wahrscheinlich erstmal Kaffee. Das hat sie bis jetzt immer gemacht. Letztes Mal haben wir auch einen Kuchen bekommen und dann trinken wir noch einen Kaffee und fangen an zu arbeiten. Da ist unser Nachtlager. Da machen wir heute nichts mehr, ne? Das bleibt heute so. Heute nicht, ne. Das bleibt wirklich so. Das ist auch das Zimmer, was komplett fertig ist schon für morgen. Ja, und hier ist unser Abstellraum. Muss sehen. Ist das dein Rest vom letzten Mal? Ja, kann sein. Muss kann sein. Musst du trinken? Kannst du mir hier einmal hinleuchten, ob der auf kalt steht? Cold Max. Perfekt. Was haben wir da alles drin? Alles. Vielleicht direkt eine Energy, würde ich sagen. Dann tracken wir den ganzen Scheiß, damit ich nicht dick werde. Den nächsten Strongman. Ach, machst du das Video da reinbauen? Ja, auf jeden Fall. Wir waren Strongman gelaufen. Der Mike macht mal ein Video rein. Ne? Ja. Thomas war Erster, ich war Zweiter, Mike war Letzter. Ja, du warst auf Platz 147, ich war auf 450 oder so. Aber es hat ganz andere Gründe, das seht ihr dann in dem Video. War auf jeden Fall cool, richtig cool. Ja, hat Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen scheiße kaputt gewesen nächsten Tag, aber jetzt bin ich fit, 2 Tage später. Aber alle, die von euch mit uns Strongman mitlaufen wollen, nächstes Jahr laufen wir wieder. Ihr könnt echt mal mein Ziel ist es, 2-stelligen Startplatz zu kriegen. Zielplatz, also unter 100. Und ich will unter 10. Ich will für die ersten 10. Ja? Ja, perfekt. Das heißt, wer mitlaufen will, seid dabei. Einen haben wir getroffen beim Lauf. Ja. Ich sag jetzt nichts, weil ich vorher im Auto gesagt habe. Das ist in meinem Kopf. Doch, das sollten wir jetzt auf jeden Fall sagen. Du hast gesagt, was willst du? Ja, wenn, dann werde ich Erster oder ich laufe nicht mit. Ja, wenn, habe ich das Ziel, Erster zu werden. Ja, oder ich laufe nicht. Aber Medaille wird ja reichen, die ersten 3. Eine Medaille, das Ziel ist ja immer eine Medaille. Boah, ich bekomme Mike für den Top 10. Ich setze mir als Ziel auf jeden Fall vor Mike. Weil wenn der hinter mir häschelt, das ist genug Antrieb, dass ich vorwärts springe. Ja, okay. Ist jetzt eine Kleinigkeit dazwischen gekommen. Wir haben ein Ungezieferproblem in einem anderen Haus. Spielt jetzt keine Rolle. Wir gehen jetzt einmal hier in der Wohnung rum. So läuft das dann immer. Gucken, was gemacht werden muss, dann weiß jeder Bescheid und dann starten wir. Ich tapeziere als erstes. Wir haben noch genau diese Ecke tapeziert, weil hier war letzte Woche noch nicht trocken. Da haben wir wieder diese scheiß Trocknungsprobleme. Einer von euch beiden fängt an, Zimmer für Zimmer fertig mit Acryl machen. Ich. Und der dritte weiß ich jetzt nicht. Schrott, ich dachte. Ist doch alles okay. Was? Ja, kann man den Boden jetzt schon vorbereiten? Auf jeden Fall. Da ist Acryl fertig. Ne? Das heißt, wenn ab hier alles fertig ist, machst du hier den Boden fertig. Hier und da ein bisschen Haftgrundierung drauf, damit wir da heute abends ausgleichen können. Ja, dann diesen Randstreifen überall, dieses Panzertape, wo was weglaufen könnte.
Und das, glaube ich, an vielen Stellen könnte da was weglaufen. Ja, ja, auch hier so eine Kante basteln, damit es nicht wegfließt. Ja, ja, ne? Weil bis hierhin werden wir es gießen, die Ausgleichsmasse auf die Flächen. Gut Arbeit. Ja. Und Eduard guckt alle Zimmer, die schon gemacht oder nicht gemacht sind, wo Acryl gemacht werden muss. Zimmer für ja, Zimmer alles fertig machen. Acryl, Abkleben, alles, was gemacht werden muss, sodass man sprühen kann. Hier machen kann, wenn der Mike fertig ist, dann sind wir für heute ja fast erledigt dann. Ja. Das war's dann für Hück. Und was, wenn wir heute Abend schon sprühen? Wenn wir Hücke abends sprühen, ist ein bisschen kacke hier drinnen zu pennen. Okay, let's go. Tapeziert ist jetzt alles. Der Eduard hat überall an den Ecken Rissacryl gemacht. Hier ist jetzt einmal mit Haftgrund grundiert. Da stand, dass da keine Pfützen gebildet werden dürfen. Da sind auch keine Pfützen gebildet. Ich bin da extra nochmal drüber gegangen. Und jetzt streiche ich hier das Bad. Da, wo wir durch den Flur gehen können. Da hinten halt kann man nicht mehr durchgehen. Das ist ein bisschen kacke. Da müssen wir jetzt ungefähr eine Stunde warten, bis wir an unser Essen kommen. Dann geht's wieder. Dann können wir auf jeden Fall was essen. Wie sieht's bei dir aus, Eduard? Ja, jetzt hier noch abkleben, dann noch ein paar Kleinigkeiten, dann ist für Sprühen auch alles fertig. Ja, und dann ist cool. Ich klebe auch gleich, ich glaube, die Tür komplett ab und die andere Tür dann morgen. Weil dieses wäre cool, wenn der Flur morgen zuallererst gesprüht wird. Hier ist heute Ziel, auf jeden Fall noch Ausgleichsmasse drauf zu machen, damit wir da morgen drüber laufen können. Dieses Badezimmer ist schon on top heute. Jo. Das letzte Ziel war eigentlich noch die Ausgleichsmasse. Genau. Das heißt, das ist schon Fleißarbeit. Dafür kriege ich ein Fleißkärtchen jetzt. Zack. So sieht das jetzt aus. An der Wand habe ich schon überall Raufaserfarbe drauf. Das ist direkt ein ganz anderes Bild. Ich muss das noch oben machen. Ich habe mir gerade überlegt, also an der Decke, ich habe mir überlegt, ob ich das mit freiem Oberkörper machen soll. Aber der Eduard hat gesagt, brauche ich nicht, weil ich wollte mir das T-Shirt nicht so sehr versauen. Aber hier ist schon ein Fleck voll Chlor und deswegen scheißegal. So, der Eduard, der kürzt jetzt hier die Wohnungseingangstür. Ja, Mann, ich hoffe, das klappt, Alter. Was? Ich hoffe halt echt, dass das klappt, ne? Das klappt schon. Hast du das jetzt mit Zwing festgemacht, oder was? Nee. Hast du nicht mit Zwingen festgemacht? Nee, das ist eigentlich nur geil, das ist anti-rutsch. Ja, ich glaube, beim ersten Mal schneidet man hier ein bisschen was von dieser Gummilippe ab. Ne? Schreibt das mal in die Kommentare, ob das stimmt. Empfohlen wurde uns auf jeden Fall genau diese Maschine von Scheppbach mit der Leiste von einem aus der Community. Der meinte, dass die dafür vollkommen ausreicht. Dafür muss man nicht so eine teure von Makita oder Festool. Oder, ja, ich glaube, Makita, Festool, Bosch, die sind alle auch viel, viel teurer als diese Scheppbach. Aber wir brauchen die wirklich nur zum Türen kürzen. Deswegen Dankeschön. Wir verlinken die mal in der Videobeschreibung. Ich weiß gar nicht, was die jetzt kostet. Das müsst ihr selber mal nachgucken. Die gekostet, Alter. Ja, okay. So, und jetzt testen wir die mal. Da war noch ein anderes Sägeblatt dabei. Da habe ich jetzt auch keinen Plan. Siehst du, hier sind ganz viele Zähne. Ja. Und guck mal, das andere liegt da hinten drin. Ja. Was ist besser? Boah, so gefühlt mehrere Zähne, oder? Ja, würde ich auch sagen. Das robbt nicht so viel raus, oder? Ja. Hatte ich mir gedacht, weil die ja viel, viel mehr schneidet. Ja, habe ich mir auch so gedacht. Also denke ich mir so. Ja, dann Staubsauger dran oder was? Oder? Ja, erstmal einmal ohne probieren und mal gucken, wie das ist. Das muss man echt sagen, wenn du hier so guckst, ne? Du wackelst den ganzen Tisch, da sind unten so, ja, wie so Gummidinger. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo man die hier befestigen kann. Das wäre nur diese kleine Kante hier. Ist nicht so. Ja gut, es gibt hier für in diese Nut halt, ne? Ja, aber dann muss die Schiene genau passend lang sein. Nee. Warum? Ja, wie willst du das denn festmachen? Nee, das sind Schraubzwingen, da ist oben wie so ein Nutenstein dran. Und dann schiebt man den quasi hier rein und macht den so quasi dann da fest. Ich probiere es mal so. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn das so klappt, ist das für uns perfekt. Aber das mit der Gummilippe, das habe ich wirklich nicht gerallt. Das muss man... Ne, das schneidet man beim ersten Mal auf jeden Fall. Lass mal Staubsauger dran machen. Das sieht aus wie so ein Sack Nüsse, ne? Das Lass mal... Der steht da hinten. Der ja. Weil ich habe eben irgendwie gedacht, wie kommt man den nicht dran, aber da steht der. Ja, da steht der... Das muss man sagen, ich bin echt ein bisschen enttäuscht von diesem Festool-Sauger. Irgendwie. Ich glaube halt echt, der ist einfach nur... zu leise, deswegen traut man ihm keine Power zu, weil ich hab dir doch gesagt, ich hab in das Loch reingehalten, da war so ein bisschen morsches Holz. Junge, der hat sich das reingepfiffen, da hat der Kerscher gar nichts gemacht. Ja, ja, kann auch nur Einbildung sein, aber ich bilde mir ein, dass wenn der Kerscher
einen richtig frischen Filter drin hat und der Sack ist komplett leer, dass der auch richtig Dampf hat. Natürlich, der hält wahrscheinlich länger durch. Ne? Aber irgendwelche Unterschiede muss es ja geben. Weiß man nie. Ich finde, der macht gut Power. Der hat. Ja. Ich habe dir gesagt, ich war von dem auch schon ein bisschen enttäuscht. Gestaubt hat das trotzdem wie Sau, weil da diese Nut unterhalb von der Tür ist. Und dann kann der Sauger das nicht so 100% absaugen. Das ist halt die Nut. Ich muss ehrlich sagen, also das ist schon mal schön. Ja, wie bei der Hobel. Okay. Ich habe hier unten abgeklebt. Das sollte man machen. Und guck mal da. Oh, perfekt, Junge. Das ist schon nicht verkehrt, ne? Das ist übel perfekt. Das Einzige, was wirklich hart ist, ist, dass der nicht alles wegsaugt. Ich habe ein bisschen Angst vor Sachen, die ich nicht sehe. Die sind so klein, die Sachen, die sehe ich nicht so gut. Die Holzspäne da, der Holzstaub. Ja, guck mal hier, der Schnitt, das ist ja wirklich. Ja, stimmt. Das macht die Kreissäge nicht so schön, die wir haben. Aber die ist auch alt. Der Schnitt ist perfekt. Also ich bin übertrieben zufrieden, yo. Wow. Ist das für einen Sack, Thomas? Nee, für zwei. Okay. Wir machen jetzt die Ausgleichsmasse dahin. Ehrlich gesagt wollen wir da gar nicht so viel erklären, weil wir haben es zweimal gemacht. Hat so einigermaßen geklappt, aber wir sind halt keine Profis. Wird aber jedes Mal besser. Ist jedes Mal besser geworden. Ja. Ist jedes Mal besser geworden. Ein paar wichtige Tipps. Wassermenge, genauso wie da drauf steht. Keine Zugluft, über 5 Grad. Verteilen, entlüften. Lassen. Jo. Kratzenstreifen haben wir auch nicht immer gemacht, machen wir heute. Genau. Wir haben zu viel rumgefummelt halt dann immer. Haben gedacht, hier noch mal ein bisschen drüber da mit dieser Kelle, also mit diesem Zahnspachtel da und mit dieser Entlüftungsrolle zu lang rumhantiert. Deswegen, wie der Thomas gesagt hat, das wird heute hoffentlich funktionieren. Meinst du alles hier jetzt hin? Jo, ist auf jeden Fall. Ich muss raus. Oh. Geh weg. Und ab die Porten. Ist das erste Mal, dass wir das wirklich gut hinbekommen haben. Eigentlich kann man sagen, wenn das morgen gut ist, nicht zu viel fummeln. Wirklich überhaupt nicht fummeln. Einmal hinschütten, das nivelliert sich selber. Wird jetzt jeder sagen, ja, ist ja normal, aber mach das mal. Ne? Ja, ja, scheißegal. Wird, glaube ich, ganz cool werden. Was sagst du? Ja, ist okay. Ja? Das sieht wirklich gut aus. Wenn da Vinyl drauf kommt, na, wird das. Das sieht jetzt halt wunderschön aus. Richtig schön matt geworden alles. Hier, wenn man das so hier drüber legt, ne, direkt hier, was normalerweise nicht mal Gutachter machen dürfen, an Fassaden, das sieht echt gut aus. Jetzt gucken wir mal so. Mach mal Kamera aus. Ja, ich glaube, da hinten ist hochgegangen. Was sagst du? Ja, da hinten ist hochgegangen. Ja, ja, da hinten. Aber das ist doch das, was du gesagt hast. Ja. Das hast du ja direkt gesagt. Ah, Junge, Junge. Liegt satt auf, ne? Ah, wie geleckt. Ja, ja, da hinten hätte ich nicht hochziehen sollen, wirklich. Wir wollten halt komplett eine ganze Fläche haben. Ist schon okay oder drücken die Knie rein? Boah, das ist. Ey, so gut hat das noch nie. Da ist jetzt in der Mitte ein Loch von einem Millimeter. Ja, perfekt. Ist doch super. Da war auch richtig dick, ne? Da war ja nicht nur ein bisschen was, da war ja. Da ist mit Sicherheit. Boah, 4 cm dahinter. Halber Sack hätte weniger gekonnt, aber da auf Null laufen war halt, ja. Weil hier Vinyl drauf kommt, dachten wir ziehen das weg, aber jetzt haben wir da 2-3 mm höher. Ja. Aber das ist okay, hier kommen ja keine Fliesen drauf, Vinyl, das ist okay. Ja. Weil der restliche Boden, wo hier Laminat drauf kommt, ist auf gar keinen Fall besser. Ja. Und da kommt keine Ausgleichsmasse drauf. Aber Ausgleichsmasse, echt, da traue ich mir jetzt zu, das ist gar kein Problem. Es gibt Ausgleichsmassen, die kann man auf 0 ziehen, es gibt welche, die kann man nicht die auf 0 ziehen. Die weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, die war 1. Von 0 bis 40 oder war die von 10 1, bis 40? Von 1 bis 40 ja, ne? Stand da, ja. Aber eins ist sicher, wir hatten bis jetzt sonst immer die von Probau, vom Bauhaus. Und das hat nicht so gut geklappt, ich glaube, das liegt schon ein bisschen am Material. Ja. Die von Weber, die war jetzt echt deutlich besser. Ne? Die gleiche gab es noch von 10 bis 60, aber das ist ja schon fast estrig. Aber die war, wir hatten hier bestimmt noch 3 cm hinten, ne? Ja, da waren locker 4. Ja, deswegen, das ist perfekt. Ich glaube, wir können heute nachher auch nicht saugen. Wir können nachher nur alles wegtragen, wenn es hart ist. Hinten stapeln. Ja. Und dann saugen morgen früh. Können wir jetzt eigentlich Stühle hier hinstellen und chillen? Jo, machen wir auch. Das war's mit dem Video, glaube ich, ne? Wir machen jetzt Feierabend. Wir machen hier, ich habe ein neues Bett, guck mal hier. Das ist schon vor lange. Ja, ja. Wir machen zu faul, das immer aufzubauen. Obwohl das eigentlich voll easy ist. Ja, ne? Ja. Aber es hatte andere Gründe, glaube ich, mitunter. Ja?
Ja, schätze ich, weil sonst wäre das ja ich doof. Ich glaube wegen Gewicht. Das andere, das hat mir so gut gefallen, weil das so... Ja, aber das andere war viel sperriger, das hat man gestört im Auto. Das hier ist ein kleines schönes Täschchen. Ja, ja, das stimmt, das ist schon besser. Guck mal, meine Matratze. Wir verlinken das mal in der Videobeschreibung, dieses Bett. Das ich bestelle mir ein richtiges Bett, das verlinken wir dann in der Videobeschreibung. Aber schlecht ist das echt nicht, Alter. Nee. Mhm. Aber wenn da jetzt so 6 cm Wichsfleck. Mit dem Joghurt gekleckert. So, das war's mit dem Video. Peace, Leute, bis dann. Macht's gut und seid fleißig. 100%.